Wenn du dich selbstständig machen möchtest, kann es hilfreich sein, Unterstützung dabei zu bekommen, dein Vorhaben, dich persönlich und dein Konzept vorzubereiten. Denn es gibt auch Fördermittel für deine Beratung bis zu 10.000 Euro und mehr als Zuschuss. Und auf der anderen Seite macht es auch Sinn, dein Konzept tatsächlich auf Tragfähigkeit zu überprüfen, denn dann erst macht es für dich Sinn zu starten, aber auch für die entsprechenden Geldgeber Sinn, dich mit Zuschüssen zu unterstützen. Und dafür gibt es einen Gutschein, ein AVGS, und ich zeige dir in diesem Video, was die Voraussetzungen sind, damit du diesen auch bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Mitgründer der X-Group und wir helfen seit 20 Jahren Menschen dabei, ihren Sprung in die selbstständige Tätigkeit, in die Unabhängigkeit auch zu gehen. Und dabei helfen wir nicht nur, die Konzepte fertig zu machen für Banken oder Investoren, sondern auch gerade für die Agentur für Arbeit oder für das Jobcenter. Denn beide liefern und bieten auch Fördermittel für die Gründer. Interessanterweise können aber nicht nur diejenigen, die beim Arbeitsamt einen aktiven ALG-1-Bescheid haben, also Arbeitslosengeld bekommen, diesen Gutschein beantragen, sondern es gibt auch noch andere Gruppen und die werde ich dir in diesem Video zeigen. Schauen wir uns nun die erste Gruppe an, die in der Regel beim Arbeitsamt gemeldet ist und einen aktuellen Arbeitslosengeld-1-Bescheid haben. Hier kann es sein, dass diese Menschen noch gar kein Gewerbe angemeldet haben, also ohne Gewerbe oder freiberufliche Anmeldung sind. Aber auch diejenigen können einen AVGS-Gutschein bekommen, die bereits ein Nebengewerbe haben. Was aber nicht funktioniert ist, wenn bereits eine Vollerwerbstätigkeit angemeldet ist, dann besteht in der Regel auch kein Anspruch auf Förderung für Gründungszuschuss. Deshalb achte darauf, wenn du bereits vor der Bewilligung von Gründungszuschuss starten möchtest, dass du maximal ein Nebengewerbe anmeldest. Und was ist da das Kriterium? Nun weniger als 15 Stunden in der Woche aktiv tätig zu sein. Was du beim Arbeitslosengeld 1 noch wissen solltest, dass du eine Mindestzeitraum von 150 Tagen Restanspruch noch zur Verfügung haben musst, um Gründungszuschuss zu bekommen. Wenn der aber abgelaufen ist oder du gar nicht ausreichend Zeit noch zur Verfügung hattest, dann kannst du aber dennoch diesen Gutschein auch aus ALG 1 beantragen. Also selbst dann, wenn du nur noch 100 oder 50 Tage Restanspruch zur Verfügung hast, kannst du einen AVGS-Gutschein nutzen. Aber letztendlich wird dir der Gründungszuschuss nicht genehmigt, aber du hast zumindest eine gute Vorbereitung für dein Konzept. Kommen wir nun zur zweiten Gruppe, diejenigen, die beim Jobcenter gemeldet sind, also im Leistungsbezug bestehen. Und hier kann es auf der einen Seite sein, dass jemand gar kein Arbeitslosengeld 1 Anspruch hat, sondern sich gleich beim Jobcenter meldet. Oder es können aber auch Selbstständige sein im Leistungsbezug, beispielsweise wenn sie nur im Nebenerwerb tätig sind. Dann kann tatsächlich auch noch ein AVGS-Gutschein ausgestellt werden. Was aber nicht funktioniert ist, wenn ein Selbstständiger schon viele Jahre selbstständig war, also im Vollerwerb tätig war und dann beispielsweise Leistungen nach § 16c SGB II beantragen will, also Zuschüsse für Investitionen, dann kann er das zwar tun für sein Unternehmen, aber er hat kein Anrecht mehr auf einen AVGS-Gutschein. Diesen gibt es beim Jobcenter nur dann, wenn entweder gar kein Gewerbe oder Freiberuf oder maximal im Nebenerwerb vorliegen. Kommen wir nun zur dritten Gruppe, das sind diejenigen, die arbeitssuchend gemeldet sind, aber keinen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld, zum Beispiel, weil sie nicht länger als 12 Monate einbezahlt haben oder beispielsweise, weil sie beim Jobcenter nicht angenommen werden aufgrund der Tatsache, dass sie zu viel Einkommen oder zu viel Vermögen haben. Diese Menschen, die arbeitssuchend sind, können aber dennoch einen Antrag stellen auf einen AVGS-Gutschein, damit sie das Ende der Hilfebedürftigkeit oder in diesem Fall das Ende der Erwerbslosigkeit auch erreichen und ihr Konzept so vorbereiten, dass ein guter Start ermöglicht ist. Denn die Aufgabe dieser Maßnahme ist die Heranführung an eine selbstständige, tragfähige Tätigkeit. Kommen wir nun zur letzten Gruppe, die die meisten gar nicht so bekannt ist, auch die Mitbewerber nicht wirklich kennen und manchmal auch die Sachbearbeiter in den Ämtern nicht. Stell dir einfach mal vor, du bist angestellt und du bekommst die Kündigung, in 1, 2 oder 3 Monaten wird dein Angestelltenverhältnis beenden. Dann bist du zwar noch tätig, du hast dann auch die Verpflichtung, dich bei der Agentur für Arbeit zu melden, aber du arbeitest noch, du hast noch kein ALG 1 oder 2 Bescheid. Das bedeutet also, du bist angestellt, aber von der Arbeitslosigkeit bedroht. Und in diesem Moment bist du auch antragsberechtigt auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein.
Denke aber bitte immer daran, wenn du mit der Agentur für Arbeit oder am Jobcenter sprichst, dass die eine Priorität haben in die Heranführung an eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Das heißt, die Sachbearbeiter wollen natürlich lieber dich als Angestellter wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis führen. Aus zwei Gründen. Erstens zahlst du weiter in die gesetzlichen Sozialversicherungen ein und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, wenn du einen neuen Job findest, dass du dann davon leben kannst als in der Selbstständigkeit. Denn wenn es deine älteste Selbstständigkeit ist, also ein erster Versuch ist, dann kann es natürlich im Risiko so aussehen, dass du erst beim zweiten oder dritten Versuch erfolgreich bist, also länger unterstützungs- und förderungsfähig und auch notwendig am Markt oder beim Amt bleibst. Was ist hier nun die beste Strategie für dich? Als erstes prüfe diese vier Gruppen, ob du dazugehörig bist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, such dir ein Beratungsunternehmen, ein Coachingunternehmen, wie beispielsweise die X-Group, was bundesweit zugelassen und auch zertifiziert ist, um diese Gutscheine auch bearbeiten zu können. Und achte darauf, dass du nicht nur in 10, 20 oder 30 Unterrichtseinheiten Gutschein bekommst, sondern auch 80. Es gibt sogar Maßnahmen bis 100. Denn nur dann ist auch wirklich gesichert, dass alle Elemente deines Konzepts, dein Businessplan, der Finanzplan, die Fördermittel, deine Unternehmerpersönlichkeit, das Marketingkonzept, Sales, Versicherung, Steuern, Finanzbuchhaltung tatsächlich auch alles bearbeitet werden kann. Denn das brauchst du alles, um wirklich gut vorbereitet in den Markt eintreten zu können. Den tatsächlichen Coaching-Bedarf ermitteln allerdings wir mit dir gemeinsam. Das heißt, mit uns wird ein Gespräch geführt und wir empfehlen dann der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter unsere Maßnahme. Du kriegst von uns ein einseitiges Antragsformular, mit dem du dann zu deinem Sachbearbeiter gehst, bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter. Dort bekommst du einen Gutschein und mit dem werden wir gemeinsam einen Coaching-Vertrag erstellen und diese Maßnahme abschließen, sodass du starten kannst, mit uns gemeinsam deine Themen zu bearbeiten. Achte aber darauf, dass diese Maßnahme erstens eine Einzelmaßnahme ist, also 1:1 Berater, zweitens, dass du sie überregional online machen kannst und drittens, was auch ganz wichtig ist, dass es eine Teilzeitmaßnahme ist, dass du also nicht innerhalb von einer Woche viele Stunden abreisen musst, sondern eine gewisse Flexibilität über mehrere Wochen hast. In der Regel sind es 8 Wochen. Wenn du also jetzt entweder deinen vorhandenen Gutschein einlösen und einen Coaching-Vertrag umwandeln möchtest oder wenn du noch ganz am Anfang stehst und erstmal Kontakt aufnehmen willst mit deinem Sachbearbeiter und einen Gutschein beantragen möchtest, dann lade ich dich gerne ein, jetzt auf den Link unterhalb des Videos zu klicken oder dich in unser Kontaktfeld einzutragen. Unsere Berater und auch Mitarbeiter im Team sind darauf spezialisiert, dich dabei zu begleiten und auch zielführend zu beraten, wenn es darum geht, mit dem Sachbearbeiter die bestmöglichste Lösung auch für dich zu finden. Gerne kannst du also jetzt Kontakt aufnehmen, auch anrufen, aber vergiss bitte nicht, auch das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, dann wirst du später auch informiert, wenn es neue ähnliche Videos gibt. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deiner Antragstellung, bei deiner Gründungsvorbereitung und dann den erfolgreichen Start in deine Selbstständigkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.